Mein lieber Frodo, du hast mich einmal gefragt, ob ich dir alle Geschichten über meine Abenteuer erzählt hätte. Es begann vor langer Zeit in einem Land weit im Osten. Dort lag die Stadt Tal, friedlich und wohlhabend. Denn diese Stadt lag vor den Toren des größten Königreichs in Mittelerde. Erebor. Bergfestung von Tror. Dem König unter dem Berge, dem mächtigsten aller Zwergenfürsten. War seine Herrscherlinie doch gesichert durch seinen Sohn und seinen Enkel. Alle huldigten ihm, selbst der große Elbenkönig, Thranduil. Möchte, dass du und dein Sohn die heutigen Bergbauarbeiten beaufsichtigen. Tief hinein in den Berg gebaut, war die Schönheit dieser Festungsstadt legendär. Okay, und ich würde sagen, los geht's. Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Mein Name ist Sirius und das hier ist das neueste Lego-Spiel. Und zwar Lego der Hobbit, wie ihr sicherlich mittlerweile auch bemerkt haben solltet. Ich fand das Intro jetzt irgendwie so genial, dass ich gedacht habe, das muss komplett unkommentiert ins Video hinein, weil die Stimmung mit dem Originalsprecher einfach super genial ist. So, traditionell, wenn ihr noch nie ein Lego-Spiel gespielt haben solltet, ist das wirklich eigentlich immer eine witzige Angelegenheit und wundert euch nicht, dass ich jetzt hier alles kaputt kloppe, das gehört irgendwie mit zum Spiel. Man meint zwar jedes Mal, dass Lego ein Aufbauspiel wäre, aber im Grunde genommen haut man alles in Lego-Steine klein und ihr könnt sehen, wie oben links die Punkte gesammelt werden. Die Steinchen haben unterschiedliche Bedeutungen, die blauen Steine hinterher sind die stärksten und wertvollsten und ganz häufig lassen sich Rätsel lösen, indem man andere Teile zerschlägt, wieder neue Teile findet, Anleitungen findet, was Neues zusammenbauen kann und so weiter und so fort. Und ich denke, so wird uns das jetzt auch hier gehen. Das sieht so ein bisschen aus wie eine Tür oder wie ein Schieberegler. Und wenn ihr seht, dass die Steinchen hüpfen, was ist das? Ah, halte B gedrückt. Das ist anscheinend so eine Wissenstafel, sage ich jetzt mal. Wenn ihr auf jeden Fall B gedrückt haltet, dann werden häufig neue Lego-Objekte aufgebaut. Das mit diesen Plattformen, mit diesen Fragezeichen, kannte ich jetzt in dieser Form noch nicht, muss ich gestehen. Halte Y gedrückt, ja, und dann den anderen Spieler aussuchen. Also ihr habt so ein Ringmenü, ihr könnt aber auch einfach, indem ihr die Y-Taste drückt, hin und her schalten zwischen den Figuren. Und diese Figur hat jetzt hier einen riesigen BAM! Hammer dabei. Also meistens sind es Rätsel in dieser Schwierigkeitsklasse, aber ich kann euch jetzt schon mal verraten, manchmal steht man trotzdem wie der Ochs vom Berg vor dem einen oder anderen Rätsel und denkt, wie geht's weiter? Ja, das Gameplay ist zumindest momentan noch relativ linear. Das bedeutet, also wir können hier nichts erkundigen, sondern wir sehen einfach rechts und links sind diese Treppen begrenzt. Das heißt, da können wir nicht hoch und runter laufen, sondern wir haben ein vorgegebenes Level, ganz einfach, was sehr weitläufig wirkt. Aber es ist, im Grunde genommen ist es schon total schlauchförmig, aber ich finde, das macht irgendwie innerhalb der Lego-Spiele halt, ja, ich sag jetzt mal, einfach nichts aus. Ich erwarte natürlich vom Hobbit einen ganz besonderen Charme und einen ganz besonderen Reiz und ich finde, das versprüht das Spiel hier von Anfang an. Oh, was ist das? Kurzer Hänger. Ich hoffe, das hat gerade was mit... Ja, muss ich die Aufnahme abbrechen? Oder bin ich hier gerade an einem USB-Kabel gekommen beim Aufnehmen? Das ist deshalb... Ich weiß es nicht. Es kann schon mal sein, dass ich hier bei der Aufnahme... Ja, aber eigentlich sollte es nicht stoppen. Es läuft weiter. Ich kann jetzt nicht sagen, wo es herkam. Hoffen wir, dass das von der Aufnahme kam und nicht vom Spiel selber, denn das Spiel scheint ja flüssig zu laufen. So, warum blockieren die Jungs uns jetzt hier den Weg? Weiß ich nicht. Streit haben wir anscheinend mit denen nicht, sonst greifen die auch schon mal an. Würde ich meinen, das kennt man eigentlich dann aus anderen Lego-Spielen. Ich klopp mal ringsrum alles platt, was da ist und dann schauen wir mal, ob wir da irgendwie eine Lösung finden. Hier ist ein Loch in der Wand.
Nee, ist auch nicht so das Richtige, denke ich. Ah, wieder so eine Hinweistafel. Drücke B, um den Stein aufzuheben und halte X gedrückt, um damit zu zielen. Und wahrscheinlich werfen wir den jetzt hier am Kopf oder was? Wo wollen wir hinzielen? Das wird dann normalerweise auch markiert. Da kann man dann ganz schön sehen, dass das blaue X auftauchte, wo man hinwerfen muss. Oh! Nee, haben die doch nicht. Ich habe gedacht, die kriegen die jetzt am Kopf. Ach! Für was zu essen, da lassen die Zwerge anscheinend alle stehen und mampfen sich hier voll. Das bedeutet für uns, wir nutzen die offene Tür und gehen ganz einfach weiter. Ihr Reichtum lag in der Erde, in kostbaren Edelsteinen, geschlagen aus dem Fels und in riesigen Goldadern, die wie Flüsse durch den Stein verliefen. Ich finde, man will immer gar nicht darüber sprechen in dem Let's Play, wenn Frodo redet, oder? So, schieben wir mal lieber die Statue weiter und gucken mal, wie wir das Rätsel hier lösen, was wir hier machen müssen. Hier ist auf jeden Fall schon mal die nächste Türe zu sehen. Ich weiß jetzt nicht, muss ich hier irgendwo drauf oder war das Quatsch? Oder muss ich auf der nächsten Seite auch noch was umschmeißen? Zu Kisten, da tut sich jetzt erstmal nichts. Hier irgendwas zum Kleinkloppen tut sich zunächst auch nichts. Gucken hier irgendwie mit einer anderen Waffe Schaden machen, dass das umfällt. Vermutlich nicht. Seht ihr, oben ist so eine bunte Kiste drauf. Irgendwie. Das können wir sammeln. Gucken, ich hüpfe hier mal drauf. Oh ja, okay, da wurde es gerade angezeigt. Wieso macht er nichts, wenn ich da oben drauf stehe? Muss es nochmal probieren, ob man sich da dranhängen kann oder. Ja, in der Tat dranhängen. Aber eigentlich von physikalischen Logik hätte, dass er es ja gerade auch schon bewegen müssen, wo er oben drauf gestanden hat, oder? Na egal, wollen wir mal nicht zu kleinlich sein. Das Spiel soll ja im ersten Sinne mal Spaß machen. Das ist zum Beispiel auch für den Nintendo erschienen, für den 3DS und so. Ist, glaube ich, auch wirklich ab 6 Jahren freigegeben. Also da kann man dann auch mal mit den Jüngsten zusammenspielen, wenn man das möchte. Denn das Spiel lässt sich durchaus immer mit 2 Leuten auch spielen. Was macht der? Der läuft auch weg. In die tiefen Minen hinein. Okay, was müssen wir machen? Wieder so ein Hinweisschild lesen. Am Amboss kannst du aus Lego-Rohstoffen, die du in den Lego-Gegenständen findest, nützliche Dinge schmieden. Stand da noch, oder? Das ist ja unglaublich. Also das kann ich jetzt aus einem Lego-Spiel auch nicht. Ich habe jetzt wirklich nicht jedes Lego-Spiel in letzter Zeit gespielt. Aber ich habe doch einige Mal im Laufwerk drin gehabt, einige Mal angespielt und so weiter. Und das ist mir jetzt noch nicht untergekommen, dass man hier so ein Schmiedesystem hat. Aber wir sammeln hier erstmal ein paar Rohstoffe ein, die rechts und links stehen, und dann gucken wir mal, was wir da schmieden können, ob das irgendwas für unsere persönliche Ausrüstung ist oder ob das einfach nur eine Art Questgegenstand sein könnte, wie, was weiß ich, so ein Rad, mit dem man irgendwie die Türe aufschrauben kann, ein Schlüssel, ein Bolzen, irgendwas. So, hier, na, ich nehme alles mit, oder? Wir brauchen ja die Punkte. Hinterher sagt ihr, ich wäre noch so ein Lego-Noob. Sagt ihr wahrscheinlich vermutlich jetzt eh schon. Drücke B, um durch kleine Lego-Luken zu kriechen. Okay. Das, war denn da eine Lego-Luke? Ist ja egal. Wir sammeln jetzt erstmal alles ein, was wir sonst noch rings haben. Na, will nicht. Drücke B, um durch Lego-Luken zu kriechen. So. Kurzer Schnitt vermutlich an dieser Stelle. Ich habe B immer gedrückt gehalten. Man muss es nur antippen, Mensch. Mann, manchmal ist es so einfach. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Also das werde ich euch vermutlich rauscutten, dass ich da eine Minute sinnlos durch die Gegend gelaufen bin. Das will ja keiner sehen. So, was können wir hier sonst noch machen? B hämmern oder was muss ich da machen? Ah ja, jetzt. Okay, die Lava scheint zu erstarren oder stehen zu bleiben, auszuglühen. Ah ja, guck mal da. Und da kommt auch schon Gold, was wir noch benötigen zum Schmieden. So, dann geht's jetzt auf jeden Fall nochmal rüber zum Amboss. Zack. Achso, falls ich euch das rausgeschnitten haben sollte, ich war vorher schon mal am Amboss und dann musste man halt die Materialien ablegen, die man dort zusammengesucht hat. So, drücke X, A, B oder Y. What? Wenn du das Leuchten siehst. Welches Leuchten? Jetzt leuchtet oder was? Ah ne, da kommt's von... Ach, da kam's von der Seite. Guck mal. Guitar Hero in langsam. Guitar Hero in super langsam. Kommen noch ein paar A's. Oh, das war's schon.
Sie erschufen Gegenstände von größter Schönheit. Aus Diamanten, Smaragden, Rubinen und Saphiren. Ja, was die Zwerge nicht alles hergestellt haben, meine lieben Freunde. Unglaublich. Weiter geht's. Ja, gleiches Szenario würde ich sagen. Erstmal wieder alles mitnehmen, alles klein kloppen. Ich muss jetzt gestehen, also ich bin echt ein Freund und ein Fan von den Lego-Spielen. Immer gewesen schon. Aber so auf die Dauer jetzt, wenn ich mir das ansehe, so, es könnte mal ein bisschen was Innovativeres, ein bisschen was Neues kommen, oder? Also ich finde es schön, dass das ja so ein wiederkehrendes Gameplay ist und immer wieder einen eigenen Charme hat, aber jetzt hier eine Flöte holen, die einen Meter weiter weg liegt, sind natürlich keine Quests, die jetzt einen erwachsenen Spieler wirklich wegrocken. Also da ist es mehr, dass man jetzt so, ich würde sagen, das so ein bisschen feiert, dass die da gerade tanzen, oder? Also, ja. Ich mag's halt, ich hoffe, das ist okay für euch, wenn ihr das guckt. Ich glaube auch nur, wenn ihr wirklich hier bis Minute 11 oder 12 oder wo wir jetzt sein könnten, durchgehalten habt, dann werdet ihr das vermutlich so oder so mögen, sonst hättet ihr ja schon längst abgeschaltet. So, Spitzhacke verwenden. Willkommen bei Minecraft. Okay, der Kollege hat die Hacke. Und hat jetzt nochmal hier für mich auf den Queststein gehauen. Oder wie soll ich die Dinger nennen? So, was wir hier machen. Auch wieder so ein Guitar Hero Ding anscheinend, oder? Oh, einfach mittendrin hier mal X hämmern. Ah, anscheinend kann man auch mit so einem ersten Schlag da direkt ordentlich dicker abräumen, wenn man direkt in der Mitte trifft, oder? Kann das sein? Wollen wir jetzt nochmal probieren eben. Ja, dann macht er so einen super Move oder irgendwie sowas. Zumindest schlägt er dann schneller. So, was ist hier los? Da unten, wie soll ich das denn an der Wand abbauen? Schon wieder so ein Stein. Bisschen aufdringlich finde ich die eigentlich schon fast jetzt mittlerweile. Man braucht also Rohstoffe, um die Platte bauen zu können. Was müssen wir denn hier noch einsammeln? Da hinten, kann man das hier? Meint ihr, das ist Gold? Der Pfeil wird auf jeden Fall angezeigt, aber ich hämmer hier einfach mal noch ein bisschen was kurz und klein. Weil ich's kann. Nur weil ich's kann. So. Aha, kommt wieder dieses neue Menü. Holz, was brauchen wir noch? Das ist Seil oder was? Wo ist das Seil, 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 Seil? Wo ist Seil? So, und noch so ein Steinchen. Ah, so, da war's. Was kommt jetzt? Ach, das habe ich schon mal gesehen. Bau Lego-Bausets, indem du die fehlenden Teile findest. Da kommt jetzt so ein Ringmenü und man muss dann einfach das Teil auswählen, was fehlt. Das ist nicht schwierig, man soll das auf Zeit machen, weil man dann mehr Bonus bekommt. Wenn ihr RT oder LT am Pad drückt, dann läuft die Zeit noch schneller und ich glaube, dementsprechend gibt es da noch mehr Steingeld. Sag ich jetzt mal Lego-Steine, Lego-Stein-Währung, Lego-Stein-Belohnungsgeld, irgendwie sowas. So, schwer ist es meistens nicht. Jetzt brauchen wir so ein Rad. Okay, Rad ist oben. Und so ein Ding, wo ist das? Da. Ich bin ein bisschen eirig hier, das mit dem Pad so auszuwählen. Kleines Nüppi. Nüppi, Nüppi. So, schnell bauen lassen hier. Zack. Und so ein, weiß ich nicht, Hebeldingen. Stange. Wo ist die Stange da? Und, achso, noch ein Rad. Und sind wir fertig? Nee, so ein ganz kleines hier, so ein, da. Finische. So, gab es jetzt Bonuspunkte? Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Falls ja, schreibt bitte Hashtag Bonus in die Videokommentare. Oder macht mal Hashtag Lego, wenn ihr Bock habt. Ich baue hier noch ein bisschen anscheinend hier was an der Wand ab. Inwiefern das wichtig ist, weiß ich jetzt nicht, aber das machen ja alle so. Machen wir das auch. Unaufhörlich schürften sie tiefer in der Finsternis. Und dort fanden sie ihn. Das Herz des Berges, der Arkenstein.
Thors Liebe zum Gold war zu übermächtig geworden. Eine Krankheit begann in ihm zu wachsen. Eine Krankheit des Geistes. Und wo Krankheit gedeiht, wird Schlimmes folgen. Das Erste, was sie hörten, war ein Lärm, wie von einem wilden Sturm. Balin, Schlageralarm. Thorin, was ist das? Ein Drache. Drache! Es war ein Feuerdrache aus dem Norden. Die Stadt bedeutete Smaug nichts. Denn Gold weckt in Drachen ein dunkles, wildes Verlangen. Smaug war gekommen. Ja, dann geht's jetzt ein bisschen rund. Ich würde sagen, an der Stelle eigentlich ein guter Moment, um aufzuhören für heute. Also, mir gefallen die Zwischensequenzen absolut super geil. Wenn ihr Bock drauf habt, dass ich vielleicht noch 2-3 Parts spiele oder 20-30, dann schreibt das ruhig in die Videokommentare. Ich sag auf jeden Fall danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein!